das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska. Guten Abend. Eine Woche nach dem Brand in Moria hat sich die Bundesregierung heute zusammengerauft. Angetrieben von Dutzenden hilfsbereiten Kommunen, Städten und Gemeinden sollen nun zusätzlich zu den bereits zugesagten 150 Minderjährigen weitere 1553 Menschen nach Deutschland kommen. Nicht nur aus Moria, sondern von insgesamt 5 griechischen Inseln. Und dies soll nur ein erster Schritt sein. Die kommenden will Deutschland gemeinsam mit der EU gehen. Doch wenn man bedenkt, dass Deutschland jetzt schon mehr Migranten aufnimmt als der ganze Rest der EU zusammen und dass 2/3 aller EU-Länder ohnehin keine Geflüchteten aufnehmen wollen, dürfte dies für die vielen, vielen Schutzbedürftigen hier in Moria auch künftig nur ein Wunsch bleiben. Martin Schmidt über die Entscheidung heute in Berlin. Als die Bundeskanzlerin am Morgen zum Geburtstag des Zentralrats der Juden kommt, hat der Innenminister offensichtlich noch Redebedarf. Während fast alle ihre Plätze schon eingenommen haben, hält Seehofer Merkel minutenlang auf. Ein Plan der beiden macht da bereits die Runde. Gut 1500 Flüchtlinge wollen sie von griechischen Inseln nach Deutschland holen. Doch noch müssen sie die Regierungsfraktionen davon überzeugen. Die politischen Gegner stehen da schon bereit. Ihre Urteile gefällt, mitunter sehr unterschiedlich. Dass 1500 unbegleitete Minderjährige aufgenommen werden sollen, das ist vollkommen unzureichend. Hier wird das Signal in aller Welt gesendet, kommt nach Europa, überwindet die Grenzen, steckt dann noch eure Hütten an, dann könnt ihr einwandern. Schlimmer kann es gar nicht sein. Tatsächlich sind wir mitten in dieser Ratspräsidentschaft schon wieder in einer Diskussion über einen nationalen deutschen Alleingang. Das halten wir für falsch. Und so soll dieser Alleingang aussehen. Deutschland will alle Familien aufnehmen, die auf verschiedenen griechischen Inseln festsitzen und bereits als Schutzberechtigte anerkannt sind. 408 Familien sind das. So erklärt sich die Zahl von 1553 Menschen. Der Innenminister kommt am Nachmittag extra selbst zur Fraktionssitzung, will überzeugen. Dass ihm dies zuvor bei keinem europäischen Partnerland gelungen ist, treibt in der Union einige um. Ich hätte mir gewünscht, dass wir das im Rahmen einer gesamteuropäischen Lösung machen. Das ist nicht gelungen. Und wenn wir es nicht schaffen, die Migrationspolitik zu europäisieren, dann werden wir auch in Zukunft vor ähnlichen Problemen stehen. Die SPD hat da dem Plan bereits zugestimmt. Eigentlich wollten die Genossen viel mehr Flüchtlinge nach Deutschland holen. Davon will die Parteichefin auch nicht abrücken. Wir haben klar vereinbart, dass wir innerhalb des möglichen europäischen Kontingents, das ja schon seit einer Woche jetzt verhandelt wird, einen angemessenen Beitrag leisten werden. Und der wird sich mit Sicherheit in einer ähnlichen Größenordnung bewegen, wie wir jetzt auch handeln. Nach 2,5-stündiger Sitzung steht auch die Union. Seehofer am Ziel. Und doch, auch er weiß um die noch größere Aufgabe, die ihm bevorsteht. Ich glaube, jetzt muss jeder begriffen haben, wenn die Europäische Union nicht handelt, keine Migrationspolitik definiert, die an der Außengrenze ansetzt, dann werden wir immer wieder unschöne Entwicklungen bei der Zuwanderung nach Europa erleben. Bisher, so erzählt er dann noch, habe sich trotz mehrfacher Bemühungen, auch vom Kanzleramt selbst, kein Mitgliedsland auch nur einen Schritt bewegen wollen. Allein auf der griechischen Insel Lesbos sind es Tausende, die jetzt die Katastrophe nach der Katastrophe erlebten. Auf der Insel umherirrten, tagelang zu wenig zu essen und zu trinken hatten und fast gar keine medizinische Versorgung. Denn nicht für alle ist Platz in den Zelten, die nun von den Vereinten Nationen aufgebaut werden, und nicht alle wollen dorthin. Fast eine Woche nach dem Brand, so berichtet Anja Miller, verbessert sich die Situation in Moria nur langsam. Fatima ist mit ihrer Familie zurück in das abgebrannte Moria gegangen und sammelt dort ein, was noch brauchbar ist. Aus Stangen und Decken bauen sie sich eine Unterkunft für die Nacht. Toiletten, fließendes Wasser oder Kochgelegenheiten gibt es hier nicht. Der Ehemann wird auf dieser dünnen Decke auf dem Boden schlafen. Vor 2 Tagen waren wir noch da unten. Gestern haben wir diese Sachen hier gefunden. Und jetzt haben wir uns das Zelt daraus gebaut. Die Familie leidet. Der 8-jährige Sohn Ali Reza braucht dringend medizinische Versorgung. Er ist Autist. Und die Aufregung der letzten Tage hat seinen Zustand noch verschlechtert. Trotzdem wollen sie nicht in das neu errichtete Lager. Dort ist die Situation schlimmer als hier.
Sie sagen, die Polizei nimmt dir das Telefon und alles weg. Und es ist wie ein Gefängnis. Wie Sie denken viele Flüchtlinge, die weiter auf den Straßen und Hügeln von Lesbos leben. Sie haben Angst, dass sie auch in dem neuen Lager wieder festsitzen. Denn sie wollen weg von der Insel und aufs griechische Festland. Alle Leute sind Richtung Hauptstadt Mytilini gegangen. Aber die Polizei hat sie alle festgehalten. Die griechische Regierung will alle Flüchtlinge nach und nach in dem neuen Lager unterbringen. Die Polizei geht teilweise mit großer Härte gegen die Flüchtlinge vor. Die Sorge der Griechen ist, dass Moria Schule machen könnte und es in anderen Lagern ebenfalls zu Bränden und Aufständen kommt. Athen fühlt sich alleingelassen und fordert von der EU eine Reform des Asylsystems. Die griechische Position ist, dass Moria der Vergangenheit angehört. Wir müssen Moria in ein modernes Zentrum für die Aufnahme und Identifikation von Flüchtlingen überführen. Auf einem neuen Gelände, wo wir schon angefangen haben, aber wo die europäische und griechische Fahne nebeneinander wehen. Auf Lesbos heißt es, die Regierung habe angrenzend an das neue Lager bereits weiteren Grund für 5 Jahre angemietet. Für ein vorläufiges Camp, das noch größer als Moria sein soll. Fatima und ihre Familie hoffen, möglichst schnell von der Insel zu kommen. Ob sie unter den mehr als 1500 Flüchtlingen sind, die Deutschland nun aufnehmen will, wissen sie nicht. Ihre Zukunft ist noch immer völlig ungewiss. Michael Schramm ist für uns auf Lesbos. Welchen Eindruck konnten Sie gewinnen davon, wie es den Flüchtlingen geht und wie viel Hilfe bei Ihnen ankommt? Also psychisch ist die Anspannung greifbar groß bei nahezu allen Flüchtlingen. Ich habe das Gefühl, dass die Versorgung langsam besser wird. Die waren gestern Nacht unterwegs, um zu drehen. Und da kann man schon sehen, dass die Hilfe immer besser ankommt. Die Flüchtlinge sind ja auch nicht sehr weit weg von dem alten Lager Moria. Wir sind jetzt ungefähr 100 Meter weg auf einer der großen Verbindungsstraßen. Und die Flüchtlinge sind hier in der Nähe in den Wäldern. Es sind im Grunde nur 3-4 Quadratkilometer, wo sie sich aufhalten. Also die Grundbedürfnisse werden befriedigt. Allerdings alles, was darüber hinausgeht, ist nach wie vor äußerst schwierig. Wir haben es gerade gehört, Regierungschef Mitsotakis hat heute gesagt, Moria soll ein modernes Aufnahmezentrum mit besseren Strukturen werden. Warum ist es denn das noch nicht? Das wollte man doch schon seit Jahren verbessern. Das ist doch eine alte Idee. Die Idee ist in der Tat alles andere als neu und es gab Pläne, vor gut einem Jahr Moria und in griechischer Hand zu einem modernen Auffanglager zu machen, das insgesamt besser ausgestattet wird. Das ist dann gescheitert am Widerstand der Bevölkerung hier auf der Insel und diesen Widerstand gab es damals und den gibt es auch jetzt. Heute gab es wieder eine große Demonstration gegen die Entstehung dieses jetzt gerade aufgebauten neuen Lagers. Aber der Widerstand ist groß und natürlich ist die Idee, auch die Europäer damit ins Boot zu ziehen, nicht ganz neu. Da gibt es auch Schwierigkeiten europäischerseits. Aber das scheint jetzt wohl doch wirklich auf den Weg zu kommen. Man sagt, dass hier vielleicht im Herbst ein echt europäisches Registrier- und Auffanglager sein wird. Danke, Michael Schramm, für die Informationen. Direkt aus Lesbos und mit dem Versagen Europas in Moria befasst sich ein Weltspiegel extra gleich nach diesen Tagesthemen. An normale Beziehungen zwischen Israel und der arabischen Welt war lange Zeit überhaupt nicht zu denken. Erst einmal solle sich Israel mit den Palästinensern einigen, dann gäbe es auch direkte Gespräche. Aber ein Frieden zwischen dem jüdischen Staat und Palästina scheint ferner denn je. Und doch geschah heute etwas Historisches. Die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain nehmen diplomatische Beziehungen mit Israel auf. In Washington unterzeichneten sie im Beisein von US-Präsident Donald Trump das Abkommen dafür. Für die Rolle als Friedensstifter kam Trump entgegen, dass es mit dem Iran einen gemeinsamen Feind aller beteiligten Länder gibt. Das ist die Absicht Trumps, aber in Dubai sieht man gerade in der jetzigen Zeit auch ganz praktische wirtschaftliche Vorteile in dieser Annäherung. Daniel Hechler. Hoteltürme der Superlative im Herzen Dubais. Knapp 200 Zimmer und 50 Suiten mit Mehrwert. Den Bentley etwa gibt es für ein paar Stunden gratis dazu. Und doch schlägt die Corona-Pandemie in den Luxusdomizilen der Glitzermetropole voll durch. Khalef Al-Habdur bekommt das schmerzhaft zu spüren. Die Hoffnungen des Hoteleigners liegen nun auf Klienten aus Israel.
Natürlich bieten wir auch koschere Speisen an und beliefern unsere Hotels damit. Es wird auch ein neues Restaurant in unserem Komplex eröffnet, das Israelis betreiben werden mit koscheren Angeboten. Ich werde da auch selbst essen gehen. Khalafel Habtur hat mit seinem Milliardenimperium Geschichte geschrieben, verewigt im Privatmuseum der Familie. Schon lange setzt er sich für ein Ende des Boykotts von Israel ein und hat dafür im Netz harsche Kritik geerntet. Als Verräter an der palästinensischen Sache. Ich war sehr verärgert. Es gab einfach zu viele Angriffe. Da habe ich meine Instagram- und Twitter-Accounts gelöscht. Bis heute sind die alten Wunden nicht verheilt. Nach dem Sechstagekrieg gegen Ägypten, Jordanien und Syrien besetzt Israel 1967 die Golanhöhen und das Westjordanland. Eine bittere Niederlage der arabischen Nachbarn. Es folgen Jahre der Eiszeit. Nach zähem Ringen ein erster Erfolg der Diplomatie. 1979 der Friedensschluss mit Ägypten. 1994 folgt der mit Jordanien. Die anderen arabischen Staaten dagegen verpflichten sich auf einem Gipfel 2002 auf den Grundsatz: kein Frieden ohne Palästinenserstaat. Dieser Beschluss ist mit dem Abkommen von Washington gekippt. Dennoch sehen Politikwissenschaftler auch Chancen für den Friedensprozess. Dieses Abkommen eröffnet auch Chancen am politischen Horizont der Region. Mehr Handel und Austausch mit den arabischen Staaten könnte Israels Regierung ermutigen, jetzt auch mit den Palästinensern einen Friedensvertrag abzuschließen. Auf eine neue Ära in Dubai hoffen auch Barry Greenberg und Gene Candiot. 2014 zog das jüdische Paar aus New York hierher. Er als Anwalt, sie als Medienmanagerin. Die jüdische Gemeinde war damals winzig klein, die Ressentiments groß. Eine dunkle Zeit für sie, die sei nun vorbei. Die Türen stehen jetzt offen und wir gehen raus in die Sonne. Mir persönlich macht das Mut, neue Kontakte zu den Emiratis zu knüpfen. Wir rücken zusammen, können uns über Unterschiede und Gemeinsamkeiten austauschen. Tabubruch im Glitzerparadies. Investoren wie Khalafel Habtur wittern neue Chancen in harten Zeiten. Die ersten Gäste aus Israel waren schon zu Gast in seinem Luxushotel. Viele weitere haben sich angekündigt und sind überaus willkommen. Ein guter Tag also für die Emirate, doch die Palästinenser sprechen heute von Verrat. Mike Klingfelser in Tel Aviv, mit welchen Konsequenzen? Ja, das ist für die Palästinenser natürlich eine brutale Kränkung, denn sie haben, wie wir gerade gehört haben, auf diese Strategie gesetzt, Israel zusammen mit der arabischen Welt zu isolieren, Annäherungen davon abhängig zu machen, ob sich Israel etwa aus dem besetzten Westjordanland zurückzieht, wo die Palästinenser ihren eigenen Staat gründen wollen. Und diese Solidarität mit den arabischen Brüdern, sie bröckelte schon lange, aber nun wird langsam offiziell, dass die arabischen Staaten die Palästinenser nicht mehr fragen, wenn sie mit Israel etwa ein Abkommen schließen wollen. Die Palästinenser spielen, wenn überhaupt, nur eine Nebenrolle. Ihre Politik gegenüber Israel ist im Grunde gescheitert. Mark, diese Bilder erreichen uns heute auch. Auf dem Rathaus in Tel Aviv steht heute in großen Lettern in drei Sprachen das Wort Frieden. Glauben Sie auch, dass der nun mit dem heutigen Tag ein bisschen näher rückt? Ein bisschen schon, denn für die gesamte Region sind das Signale des Friedens, auch wenn hier vor Ort im Konflikt mit den Palästinensern das erstmal kaum Auswirkungen haben dürfte. Aber wenn jetzt noch andere Staaten dazukommen, Marokko, der Oman wird immer wieder genannt, dann wächst natürlich der Druck auf die Palästinenser immer mehr, weil sie sich diesem neuen Wind aus der arabischen Welt vielleicht irgendwann nicht mehr ganz entziehen können, weil sie ihre bisher ja nun gescheiterte Politik vielleicht irgendwann überdenken müssen. Aber für einen neuen Weg braucht es eventuell auch neue Köpfe. Palästinenserpräsident Abbas hat bisher keine Alternativkonzepte vorgelegt. Er setzt eben weiterhin auf bekannte Muster, die nicht zu wirken scheinen. Und dann gibt es noch das große Problem der tiefen Spaltung innerhalb des palästinensischen Lagers. Die radikal-islamische Hamas setzt ja auf Konfrontation. Heute wurden aus dem Gazastreifen 2 Raketen Richtung Israel gefeuert. Es bleiben also hier auf lokaler Ebene noch viele Hindernisse, wenngleich auf regionaler Ebene
die Zeichen auf Aufbruch stehen. Eine zaghafte Hoffnung. Vielen Dank, Mike Lingenfelser. Die Sehnsucht nach Frieden stand schon ganz am Anfang der Geschichte Israels. Die Überlebenden des Holocaust wollten eine neue Heimat, weit weg vom Land der Mörder ihrer Familien. Dass einmal in Deutschland wieder sehr viele Menschen jüdischen Glaubens zu Hause sein würden, war damals unvorstellbar. Im Jahr 1950, das Ende des Krieges ist gerade einmal 5 Jahre her, war der Zentralrat der Juden in Deutschland eher provisorisch angelegt. Auch jenen jüdischen Menschen, die damals den Mut fassten, ihre Koffer wieder auszupacken und zu bleiben, denen ist es zu verdanken, dass es heute, 70 Jahre später, wieder jüdisches Leben in Deutschland gibt. Griet von Petersdorf. Neuer Stand für neue Geschäft. Stand, also Pappständer für Süßigkeiten. Koscher wie alles hier. Den Supermarkt hat André Minz mit seiner Geschäftspartnerin gerade erst eröffnet in Berlin-Charlottenburg. Fertig. Wow, sehr schön. Das ist das Zertifikat für das Koschere. Die Gummibärchen zum Beispiel bestehen aus Fischgelatine. Ständig kommt neue Ware. Dass der Laden laufen wird, da sind sie sich sicher. Die jüdische Bevölkerung in Berlin wächst. Und wir denken, dass unser Geschäft ist etwas, was die jüdische Leben in Berlin braucht. André Minz ist vor 2 Jahren aus Tel Aviv hierher gekommen. Was den Holocaust für seine Familie bedeutet, ein dunkles Geheimnis. Seine Großmutter hat nie darüber gesprochen. Berlin gilt vor allem als hip, neuer Ort, neue Herausforderung, so ist er drauf. An Antisemitismus dachte er nicht. Doch dann kam der Anschlag von Halle. Freunde von ihm verfolgen den Prozess gegen den Attentäter. Wir sind jetzt in diesem Prozess, in diesem Moment. Und das gibt schlechte Gefühle. Aber ich verstehe, dass trotzdem wir müssen die jüdische Leben besser machen. Wir müssen weiterleben und zusammenbleiben. Und ja, wir müssen alle zusammenbleiben. Das ist sehr wichtig. 70 Jahre Zentralrat der Juden in Deutschland. Ein Festtag mit großem Festakt. Doch dass der Antisemitismus zunimmt, wirft auch große Schatten auf die Feier. Es ist eine Schande und beschämt mich zutiefst, wie sich Rassismus und Antisemitismus in unserem Land in diesen Zeiten äußern. Beleidigungen, Drohungen oder Verschwörungstheorien richten sich offen gegen jüdische Bürgerinnen und Bürger. Wir wissen, wie schnell Worte zu Taten werden können, wie allein der Anschlag auf die Synagoge in Halle an Yom Kippur im letzten Jahr in besonders schrecklicher Weise gezeigt hat. 70 Jahre Zentralrat der Juden in Deutschland, also im Land der Täter, das war damals bei Gründung nicht vorstellbar, nicht absehbar. Es war keine auf Dauer angelegte Institution. Vielmehr ging es darum, den in Deutschland gestrandeten Juden weiterhin bei der Ausreise zu helfen und, solange Juden in Deutschland lebten, ihre Interessen möglichst gut zu vertreten. Doch der Zentralrat blieb und jüdisches Leben gedeiht wieder in Deutschland. Dazu gehört auch der israelische Theaterregisseur Noam Brusilowski. Als er vor 8 Jahren einen Studienplatz in Deutschland bekam, meinten die Eltern nur Glückwunsch. Der Holocaust offenbar weit weg, der Berlin-Traum nah. Berlin ist für mich im Prinzip ein politisches Projekt. Berlin ist für mich ein Experiment von einer Gesellschaft, die sich versucht zu öffnen. Eine Gesellschaft, die versucht, diverser zu werden. Eine Gesellschaft, die versucht, inklusiver zu werden und bunter zu werden. Viele Jüdinnen und Juden schwärmen wie er vom toleranten Berlin. Doch dass Rassismus und Antisemitismus zunehmen, das registriert er mit Sorge. Noch aber bleibt er dabei. Er liebt Berlin. Wie zu Hause fühlen sich Juden in Deutschland? Die Meinung von Esther Shapira vom Hessischen Rundfunk. Gedenken und Mahnung statt Partystimmung. Vielleicht unausweichlich, aber eben auch bezeichnend. Antisemitismus nimmt spürbar zu in seinen verschiedenen Spielarten. Modern, anschlussfähig als Israel oder als alter, klassischer Judenhass. Das drückt auf die Stimmung. Viel war heute die Rede vom Vertrauensvorschuss, den die Juden mit der Gründung des Zentralrats Deutschland gewährt haben und noch immer gewähren. Ein Zuhause für jüdisches Leben nämlich ist Deutschland bis heute nicht. Ein Zuhause bedeutet Sicherheit. Zu Hause fühle ich mich da, wo ich nicht die andere bin. Heute vor 85 Jahren wurden die Nürnberger Rassegesetze beschlossen, die aus deutschen Juden endgültig die anderen machten, mit tödlicher Konsequenz für jene, die Deutschland zu lange vertrauten.
Daraus folgt für heute: jeden Tag genießen, so viel zu Hause wie möglich, so viel Vorsicht wie nötig. Mit ihrer Zuwanderung nach Deutschland gewähren auch Noam, André und viele andere Israelis, die gern ins hippe Berlin kommen, einen Vertrauensvorschuss. Das können sie entspannt riskieren, denn sie haben eine Zuflucht, wie alle Juden. Das krisengeschüttelte Israel wird gerade ein gutes Stück sicherer durch den noch vor kurzem unvorstellbaren Friedensschluss mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain. Grund zu feiern. Andere Länder werden folgen. Oman, Tschad, Saudi-Arabien, vielleicht sogar Libanon und ja, auch Palästina. Verrückt? Unvorstellbar? Jedenfalls realistischer als die Hoffnung, dass der 80. Geburtstag des Zentralrats eine unbeschwerte Party wird. Am Freitag beginnt Rosh Hashanah, das jüdische Neujahr. 5781 wird gut. Shana Tova. Die Meinung von Esther Shapira. Weltweit wird an einem Corona-Impfstoff geforscht, auch bei uns in Deutschland. Die Bundesregierung will die Entwicklung nun mit mehreren 100 Millionen Euro fördern. Der Nachrichtenüberblick mit Judith Rakers. Forschungsministerin Karliczek kündigte heute auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Spahn in Berlin an, dass drei deutsche Pharmafirmen insgesamt 750 Millionen Euro für die Corona-Impfstoffentwicklung erhalten sollen. Einen Impfstoff für breite Teile der Bevölkerung wird es nach Einschätzung der Minister wohl erst im nächsten Jahr geben. Ein Pieks und die Krankheit hat das Nachsehen. So einfach wie bei der Grippeschutzimpfung ist es bei Corona nicht, denn es gibt noch keinen Impfstoff. Und wenn es einen gibt, ist unklar, ob der eine Corona-Infektion komplett verhindert oder nur einen schweren Krankheitsverlauf. Auch die Bundesregierung will schnell einen Impfstoff. Doch Kompromisse bei der Zulassung würden nicht gemacht. Ein Impfstoff kann nur zur Anwendung kommen, wenn der erwiesene Nutzen deutlich höher ist als die möglichen Risiken. Drei Unternehmen in Deutschland bekommen Geld aus einem 750 Millionen Euro Sonderprogramm der Bundesregierung, damit die Entwicklung schneller geht. Bei Erfolg müssen sie der Regierung im Gegenzug 40 Millionen Impfdosen liefern. Wenn etwas mehr als die Hälfte der Menschen sich impfen lässt, gilt eine Bevölkerung als immun. Und das ist meine feste Überzeugung, werden wir freiwillig erreichen. Und wo Freiwilligkeit zum Ziel führt, braucht es keine Verpflichtung. Frühestens Mitte nächsten Jahres wird mit einem Impfstoff in größeren Mengen gerechnet. In Brandenburg sind 5 weitere Fälle von afrikanischer Schweinepest bei Wildschweinen nachgewiesen worden. Die Kadaver wurden in der Nähe des ersten gefundenen Tieres an der Grenze zu Polen entdeckt, so das brandenburgische Verbraucherschutzministerium. Für Menschen gilt die Seuche als ungefährlich, für Schweine ist sie aber tödlich. Landwirte befürchten große wirtschaftliche Schäden. Die Organisation Erdöl exportierender Länder OPEC feiert in diesen Tagen ihr 60-jähriges Bestehen. Früher eine der mächtigsten Organisationen der Welt, ringt sie heute mit zunehmendem Bedeutungsverlust. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse. Das Kartell von Staaten, die Öl fördern und verkaufen, war zu seinen Hochzeiten eine Organisation, die den Rohstoff zu ihrem Vorteil bestens und teuer vermarktet hat. Im September 1960 gegründet, war die Zielrichtung recht simpel: die Preise für das Öl auf ein sinnvolles, rentables Niveau zu lenken, mittels Produktionssenkungen oder Steigerungen, um den Mitgliedstaaten als Ölverkäufer stabile Einnahmen zu sichern. Die OPEC war mächtig, Öl der Schmierstoff der Industrie über Jahrzehnte. Doch das Zeitalter des Öls geht zu Ende, wie selbst der große Ölgigant BP gerade feststellte. Nach der Corona-Pandemie werde sich der Ölmarkt nie wieder richtig erholen. Zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison dürfen Fans wieder in die Stadien, allerdings nur in begrenzter Zahl. Die Länder einigten sich auf einen 6-wöchigen Probebetrieb unter strengen Corona-Auflagen. Die Vereinbarung gilt auch für andere Sportarten. Grundlage sind die Konzepte, die die DFL und weitere Sportfachverbände vorgelegt haben. Neben Abstands- und Hygieneregeln zählt dazu auch ein Alkoholverbot. Bei der Tour de France hat Radprofi Lennart Kemner den ersten deutschen Etappensieg geholt. Der Bremer kam heute in den Alpen als erster ins Ziel. Lennart Kemner vom Team Bora Hansgrohe feiert seinen ersten Etappensieg bei der Tour, den größten Erfolg seiner Karriere. Auf dem Anstieg zur letzten von 5 Bergwertungen zieht der 24-jährige Bremer am Äquatorianer Carapaz vorbei, baut auf der Abfahrt zum Zielort Villard-de-Lans seinen Vorsprung weiter aus.
Kemner sorgt für den ersten deutschen Etappensieg bei dieser Tour, den ersten deutschen Triumph seit John Degenkolb 2018. Im gelben Trikot des Gesamtführenden fährt weiterhin der Slowene Primož Roglič. Platz, wenig Menschen, frische Luft. Das Leben auf dem Land hat so seine Vorzüge. Doch zum Problem kann es werden, wenn immer mehr Dörfer leer werden und mit ihnen die Kühlschränke. Eier, Brot und Milch gibt es in Dörfern immer seltener zu kaufen. In den vergangenen 10 Jahren wurde jeder vierte Dorfladen in Deutschland aufgegeben. So auch im saarländischen Remmesweiler. Dorthin hat sich unser Mittendrin-Team um Nils Krause aufgemacht und er zeigt, die Lücke, die der Wegzug hier hinterlassen hat, wird jetzt auf findige Weise wieder geschlossen. Remmesweiler. 900 Menschen leben in dem Dorf im Nordsaarland. Viel los ist hier nicht mehr. Vor 4 Jahren hat der letzte Dorfladen zugemacht, die nächste Einkaufsmöglichkeit 6 Kilometer entfernt. Ein schwerer Schlag für die Dorfbewohner erfahre ich vor dem ehemaligen Geschäft. Früher konnte man zumindest mal, wenn man gemerkt hat, es fehlt irgendwas im Kühlschrank noch, konnte man schnell mal zu Fuß auch hierher gehen. Man konnte auch die Kinder mal runterschicken. Man hat hier ja auch alles bekommen. Gerade für die Eltern heute. Für die war es schwierig. Ja. Die mussten sich Hilfe suchen zu Hause, dass sie jemanden mitgenommen hat, einen Supermarkt oder so. Es ist keine Stelle mehr da, wo man ein kleines Plauschen halten kann. Das ist natürlich alles weggefallen damals. Ja. Die Leute haben es also sehr vermisst, das Geschäft hier, muss man schon sagen. In dieser Zeit gab es das Bundesprogramm Land Aufschwung. Ländliche Regionen sollten gefördert werden. Genau hier setzt das Projekt Smart Village Remmesweiler an. Dabei ist vor 2 Jahren eine eigene Bestellplattform für die Bewohner entstanden. Regionale Lebensmittelanbieter haben von Anfang an mitgemacht. Dort bestelle ich immer Rinderfilet. Hervorragend aus einer eigenen Züchtung. Und dann so Nudeln. Knödel, Gnocchi und so weiter. Zucker, Mehl, Salz. 6 Kilometer weiter im Logistikzentrum. Hier wird die bestellte Ware gepackt. Kühlkette und Hygienerichtlinien werden streng eingehalten. Das Konzept war ein hartes Stück Arbeit. Michael Schneiders hat ehrenamtlich mitgewirkt. Der Vorruheständler war mal bei der Telekom angestellt. Das hat ganz viel zu tun mit logischem Denken, zu tun mit Strukturen aufbauen. Das habe ich in meinem früheren Leben auch schon gemacht, sodass ich diese Erfahrung aus meinem früheren Leben hier reinbringen konnte. Auch für die 450-Euro-Jobber ist das Projekt etwas Besonderes. Nathalie Plein kommt ursprünglich aus der Veranstaltungsbranche. Eigentlich bin ich hier gelandet wegen Corona und habe eine Arbeit gesucht. Und jetzt im Endeffekt muss ich sagen, ist es schön zu sehen, dass das, was man tut, auch irgendwo positiv ankommt. Also wenn wir hier fertig sind mit Kisten packen, am Ende stehen Leute, die sich freuen, dass sie ihre Ware bekommen, ohne dass sie großen Aufwand haben. Nächster Tag, 9 Uhr Dorfgemeinschaftshaus Remmesweiler. Für viele Dorfbewohner der Höhepunkt der Woche. Dann wird nämlich die bestellte Ware ausgeteilt. Auch Rudolf Jochum ist dabei. Außerdem gibt es Frühstück. Es geht nämlich auch darum, wieder Dorfgemeinschaft zu erleben. Man freut sich, dass man Leute trifft, die man nicht jeden Tag sieht. Und kommt mit ins Gespräch. Gerade ältere Leute sind sehr froh, dass sie sich hier unterhalten können und eben ihr Essen abholen können dann hier. Ne? Ich bin froh, dass ich hierher kommen kann, muss ich sagen, und dann hier esse. Dass alles so reibungslos läuft, ist den beiden ehrenamtlichen Dorfcoaches zu verdanken. Sie verteilen die Waren, helfen bei technischen Problemen, haben immer ein offenes Ohr. Die Leute sind froh, dass es uns gibt. Es ist eine Art Anerkennung, die man spürt. Und die Leute merken, wir sind für sie da. Und das ist ein richtig gutes Gefühl. Bund und Land fördern Smart Village zurzeit mit 291.000 Euro. Träger ist der Landkreis St. Wendel. Das Projekt ist immer noch in der Testphase. Jetzt geht es um den Ausbau. Inzwischen nehmen 6 Gemeinden im Saarland teil. Interesse gibt es auch bundesweit. Es gelingt uns, in den Dialog, in die Auseinandersetzung, ins Kümmern zu den Menschen zu kommen, soziale Räume zu schaffen, Kommunikationszentren zu schaffen, die Menschen zu versorgen.
Mittlerweile haben alle ihre Bestellungen abgeholt. Auch Elisabeth Krob ist noch schnell vorbeigekommen. Ich habe den ganzen Wocheneinkauf gemacht. Also Obst, Gemüse, Salat für die Woche. Ein Brot müsste dabei sein. Im Prinzip alles, was so anfällt. Die Macher von Smart Village haben sich etwas einfallen lassen. Einkaufen und Kaffeeklatsch, das geht nun wieder in Remmesweiler. Auch ohne Dorfladen. Ein Angriff aus dem All auf unseren schönen Planeten muss keine furchterregende Vision mit klingonischen Laserschleudern sein. Es könnte schon der 300 Meter Klumpen Apophis reichen. Ein Asteroid benannt nach dem altägyptischen Gott der Finsternis. Wenn der auf uns trifft, könnte es sehr schnell sehr finster werden. In 9 Jahren soll er zwar nach bisherigen Berechnungen an der Erde vorbeizischen, aber so ein Geschoss ändert schon mal seinen Kurs. Wir Europäer und US-Amerikaner nun gemeinsam zur Gegenattacke ausholen und die knallharten Klötzer schon in der Himmelssphäre außer Gefecht setzen wollen, berichtet Sebastian Kisters. Ein heranrasender Asteroid. Die Erde in Gefahr. Bruce Willis geht in die Luft, sprengt den Brocken, rettet die Welt. Hollywood. Doch auch im wahren Leben kommt da etwas auf uns zu. Mehr als 1000 Asteroiden, die möglicherweise auf Kollisionskurs mit der Erde sind, hat die Europäische Raumfahrtagentur auf dem Schirm. Die Erde ist übersät von Einschlagkratern, von erdnahen Objekten, die immer wieder einschlagen. Das hat die Dinosaurier vor etwa 60 Millionen Jahren das Leben gekostet. Im Jahr 2013 ist ein Meteor über der russischen Stadt Tscheljabinsk niedergegangen. Der ist zum Glück in der Erdatmosphäre auseinandergebrochen. Dennoch, mehr als 1000 Verletzte gab es damals in der russischen Stadt. Nun gibt es einen Test zur Asteroidenabwehr. Die Amerikaner lassen eine Sonde aufprallen, um die Bahn des Asteroiden Dimorphos zu ändern. Später startet eine Sonde der Europäer, um Einschlagkrater und Effekt zu untersuchen. Die ESA ist dafür prädestiniert. Die Europäer sind schon einmal auf einem verhältnismäßig kleinen Kometen gelandet. Ein Meilenstein der Raumfahrtgeschichte. Wir sind wirklich die Einzigen, die die richtige Erfahrung haben für diese neue Mission. Arbeitsteilung im All. Die NASA startet bereits im kommenden Sommer. Die Europäische Raumfahrtagentur folgt 3 Jahre später, um zu untersuchen, ob der Aufprall für den Ernstfall taugt. Gebaut wird die europäische Sonde in Bremen, gesteuert aus Darmstadt. Wissenschaft, nicht Hollywood. Zur Sicherheit. Heute gab es schon mal eine ganz spezielle Attacke von oben, Sven. Das Wetter wollte uns mit Hitze kirre machen im Kopf. Geht das so weiter? Ja, also bei mir ist es definitiv gelungen. Ich habe heute schon so den ein oder anderen Slapstick hingelegt, aber davon erzähle ich jetzt nicht. Berichte über Hitze und wir haben mal ein bisschen die Zahlen ausgewertet. Und das eine ist St. Augustin und Heinsberg. Das waren die beiden Orte heute in Nordrhein-Westfalen. Da war das Zentrum der Hitze 34,6 Grad. Und der ein oder andere erinnert sich noch an vor 4 Jahren, 2016. Da hatten wir auch Mitte September mal die hohen Werte. Das ist dann in Duisburg-Hochfeld damals gewesen, 34,7 Grad. Das ist eine Liga. Und noch ein bisschen wärmer, das liegt länger zurück. Die älteren Zuschauer werden sich möglicherweise noch erinnern. Naja, ich sage mal mittelälteren Zuschauer. Jena damals am 16. September 1947 mit 35,5 Grad. Also der September kann noch richtig Hitze produzieren und wird das aber nicht mehr dauerhaft tun. Das ist Berlin. Morgen noch mal heiß um die 30. Und dann machen wir hier gerade im Nordosten Deutschlands und Osten Deutschlands so einen Sturzflug auf Werte um die 20 Grad. Und danach geht es aber schon wieder langsam hoch. Der Wetterablauf ist geprägt von eigentlich wenig Wetterveränderungen zunächst. Man sieht hier auch in der Nacht und morgen früh. Es gibt ein paar Wolkenfelder, es gibt örtlich auch ein paar Nebelbänke. Dann allerdings im Verlauf des Tages wieder einmal viel Sonnenschein. Von Norden einmal dichtere Wolken und dann kann es tatsächlich von der Eifel so bis ins nordhessische Bergland möglicherweise den ein oder anderen Schauer oder das ein oder andere Gewitter geben. Die Temperaturen morgen früh sehr unterschiedlich in Halbhöhenlagen oder auch in Ruhrgebietsstädten teilweise nicht unter 20. Im Tal Mulden einstellige 8, für die meisten 14 bis 18 und morgen Nachmittag in vielen Regionen noch mal 25 bis 31 Grad. Ganz im Norden, da kommt langsam die kältere Luft rein, da sind es 20 bis 25 Grad. Und das hier, das sind die Aussichten, da sieht man am Donnerstag von Norden kommen deutlich kühlere Luft, dann aber schon wieder Sonnenschein. In Bayern einige Schauer und Gewitter und dann ist sie wieder da, die Sonne. Am Freitag. Aber die ganz große September-Hitzewelle, Karen, die ist erstmal zu Ende und manchen wird es wohl freuen.
Und zum Beispiel, und wir verabschieden uns in die etwas kühlere Nacht. Danke, Sven Plöger. Uns folgt hier im Ersten, wie bereits angekündigt, das Weltspiegel Extra Moria, die Schande Europas. Empfehle ich Ihnen sehr, genauso wie Thorsten Schröder mit dem Nachtmagazin, heute um 0:35 Uhr. Bis morgen.